Heyo Leute, Bardo hier. Heute mit dem letzten Video zu FIFA 14 und passend zu den Anlass habe ich mein gesamtes Team verkauft, bis auf einen Mann, und zwar den besten Mann, und zwar Ted Mosby. Ich dachte mir, FIFA hat einen so verarscht im Jahr mit den ganzen Coins, ich habe bestimmt für 1 Million Coins Packs geöffnet und nie was gezogen. Also denke ich mir jetzt, komm, ziehst du zum Ende von FIFA 14 nochmal mit allen, was du hast, Packs und guckst, was dabei rauskommt. Ja? Ich werde lieber diesem Video nicht ausrasten. Ich werde danach noch ein Spiel mit dem Team machen. Das heißt, ich muss sehr viel schneiden. Das heißt, das Video kommt wahrscheinlich sehr, sehr spät. Und es gibt nur 3 Möglichkeiten, wo ich ausraste. Die heißen Cristiano Ronaldo, Messi oder Ibrahimovic. Bei nichts anderen werde ich ausrasten. Ich mag Pack-Openings eigentlich nicht, weil es immer so viel langweiliger Kram ist. Man öffnet immer so viel Packs für 7, könnt ihr euch ja ausrechnen, für 7,5 so viel öffnen. Deswegen spielen wir da ein bisschen durch. Ich zeige euch vielleicht 1, 2 Highlights, die ich ziehe. Da könnt ihr euch aber denken, dass ich 2 Stunden jetzt ziehe, und ohne weiter rumzuquatschen, gucken wir jetzt ins Pack-Opening rein. Hey Leute, 500.000 Coins später habe ich mich dazu entschlossen, die restlichen 600.000 Coins einfach mal liegen zu lassen. Ich werde damit nichts mehr machen. Wenn ihr die haben wollt, dann schreibt mir eure Origin-ID ruhig in die Kommentare. Ich kann die euch ruhig verschenken. Ich mache damit nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, was ihr damit machen sollt. Und jetzt würde ich sagen, wir haben ein paar Spieler gezogen. Ein paar sind anständig. Mit denen machen wir jetzt das letzte Spiel in FIFA 14. Puh, los geht's. Ich habe den Anspruch, mein letztes Spiel in der FIFA 14-Reihe zu gewinnen. Und ich denke, das werde ich auch tun. Denn mein Team ist eigentlich ganz okay. Klar, könnte viel besser sein. Aber es könnte auch viel... Was ein Kopfball. Es könnte auch viel schlechter sein. Von daher ist es schon ganz gut. Und hier eine Chance. Ich rieche eine Chance. Oh, der war dumm. Ach, der war sehr dumm. Der war sehr dumm. Scheiße. Oh. Wie kann man den nicht machen? Wie kann man den nicht machen? Oh mein Gott. Und da ist Platz. Oh, da ist Platz. Oh, wovon? Yo. Yo. Ted Mosby, what the fuck? Und er gibt mir den Balotelli mit Balotelli. Yo. Ich glaube, ich habe es an keinen einzigen Pinkslip jetzt gegen echten Spieler gemacht oder keinen einzigen Match, deswegen mache ich es zum Abschluss einmal, nur um zu zeigen, dass ich es beherrsche. Den Kickoff-Glitch. Ja, hätte eigentlich klappen müssen. What? Was war das denn für eine Parade? Ich weiß, woran das liegt, dass wir nicht gewinnen können. Wir sind einfach zu schwach besetzt im Sturm. Ich glaube, da bessere ich mal nach. Seht ihr das? Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Bugs. Das ist kein Bug, aber wenn man den Keeper austauscht für einen Stürmer oder so, hast du zeitweise 2 Spieler auf dem Platz, die das Torwarttrikot tragen. Und mein Keeper ist jetzt vorne und der behält das Torwarttrikot auch die ganze Zeit über. Das heißt, Ted Mosby bleibt im Sturm und mein Keeper ist nicht nur winzig und scheiße, sondern ich liege auch 2-0 hinten. Fuck! Oh, wie der zum Kopfball hochgeht. Der rennt an den Flügel. Der rennt an den Flügel einfach mal lang. Komm, geh in die Mitte. Ted, ja, du bist ein Ball, okay. Dann mach die Flanke. Oh, die Flanke war Weltklasse. Die Flanke war Weltklasse. Oh mein Gott. Oh, Ted. Das war die Chance. Da ist er. Da ist er. Oh mein Gott. Oh. Das war die Chance. Oh, come on. Oh, Mann. Aber Top-Stürmer. Top-Stürmer, komm, letzte Chance. Jo. Das war's, Leute. FIFA 14 ist zu Ende. Und zwar mit dem unspektakulärsten Finale aller Zeiten. Aber wie gesagt, wenn ihr diese 600.000 Coins gewinnen wollt,
oder einfach haben wollt. Hat nichts mit Gewinn zu tun. Ich sag mal so, jeder, der die Original-ID hinschreibt oder schreibt, dass er die haben will, wenn ich die schnapp, der kriegt was. Keine Ahnung wie viel, aber der kriegt halt was. Bringt euch ja auch nicht mehr viel, ne? Ist ja auch bald zu Ende. Ich hoffe, wir sehen uns in FIFA 15 wieder. Das war das Finale. Ich dachte mal, man kann ja auch mal entspannt ins Finale gehen. Deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.